Servus und grüß Gott, euch alle miteinander. Schön, dass ihr heute da seid. Ja, ja, ich weiß schon, sobald ihr Bier lesen dürft, da werdet ihr euch ganz narrisch unter der Platten. Ha, das kann ich gut verstehen. Da geht's mir ganz genauso. Was? Du kennst mich nicht? Ich bin der Alois, ich bin ein waschechter Wolpertinger. Ich hab's gemeint, den gibt's nicht. Ja, ja, also normalerweise lassen wir uns ja nicht so leicht blicken, aber da hier bei dem Bierkarussell, da bleibt mir einfach nichts anderes übrig. Das habe ich mir einfach anschauen müssen. Sau gut. Da herin kennt ihr euch ein schönes, gutes, kaltes, süffiges Hofbräubier, auf dem sich langsam drehendes Karussell schnabulieren. Es ist ein Wahnsinn, so klein. Also, nichts wie einer da. Lasst es euch schmecken. Prost! Ja, servus, wir machen und wir tun. Schön, dass ihr da beim Bierkarussell vorbeischaut. Ja, ja. Bei uns, da dreht sich im wahrsten Sinn des Wortes alles ums Bier. Am 23. April anno 1516 ist das deutsche Reinheitsgebot durch die Herzöge Wilhelm im 4. und Ludwig den 10. erlassen. Seit der Zeit lacht unser bayerisches Nationalgetränk an Schlundorf. Bei uns, neben dem Bierkarussell, da findet ihr ganz bestimmt ein schattiges Platz in dem Biergarten. Also, nix wie einer mit euch. Ich sag's euch, das Leben ist ein Kampf, die Liebe ein Krampf, die Schule ein Überfluss und das Bier ein Hochgenuss. Prost! Hallo, mein Lieber. Grüezi und hallo. Ja, ich bin's, der Alois, ein echter Wolpertinger. Also wenn Sie einen Durst habt und ein unglaublich schönes Platz zu verweilen sucht, nichts wie einer in unser Bierkarussell. Habt ihr gewusst, dass jeder Deutsche pro Jahr 107 Liter Bier trinkt? Da gibt's ja doch auch ein oder zwei Wasser zu trinken. Also, geht's einer und habt's ein Gaudi. Nur Wasser trinkt das Tier, aber wir trinken das Bier. So. Prost und Prost und wieder Prost und Winzer, alles Heidelkost. Prost und Prost und wieder Prost und Winzer, alles Heidelkost.
Schon Goethe sagte, bestaubt sind unsere Bücher. Der Bierkrug macht uns klüger. Das Bier schafft uns Genuss, die Bücher nur Verdruss. Drum schenkt bei uns ein halbes Ei, ein Hofbrei, das muss sein. Prost!